Ja, heute sind wir hier in der Oberländer Straße auf Höhe Haus Nummer 20 und suchen nach Aktivitäten von kriminellen Grünen, die ja angedroht haben, dass sie Autos zerkratzen und vielleicht auch einen Reifen anstecken, was ja nicht ganz unüblich ist. Wir schauen, ob wir hier irgendwas finden, wo schon Autos angekratzt wurden, aber die kommen ja meistens nachts, wo sie dann keiner sieht oder erwischen kann. Ja. Also wir sehen hier noch nichts. Wir müssten halt hier um Mitternacht kommen, weil dann würden wir vielleicht ein paar so Grüne erwischen. Hier sind wir auf Höhe von Oberländer 20. Da will auch jemand hier, dass die Autos hier wegkommen. Und da sollen dann Lastenräder einen Platz haben. Also man weiß nicht mehr, wie es weitergehen soll im grünen Deutschland, solange die Grünen dran sind. Wir schauen jetzt ein bisschen rum. Vielleicht finden wir hier eine Aktivität von den Grünen. Wenn nicht, werden wir hier nochmal herkommen. Momentan sehen wir natürlich hier nichts. Wie gesagt, die treten ja dann bloß immer irgendwo nachts auf und zerkratzen dann Autos und stechen immer ein bisschen Reifen an. Das ist hier in der Gegend öfters passiert. Natürlich kann man es fast nie nachweisen, weil die Grünen natürlich nicht ihre Visitenkarte hinterlassen. Aber wir werden weiter dranbleiben. Hier Schilderstreit, also alle drehen sie durch und die Grünen machen Deutschland ja sowieso kaputt. Und jetzt wollen sie halt alle Autofahrer, wollen sie hier aus der Stadt verdrängen, ja, mit ihren Lastenrädern. Und für Handwerker gibt es dann keine Möglichkeit mehr, irgendwo zu parken. Ja, wir schauen jetzt ein bisschen weiter, vielleicht finden wir hier noch irgendwo eine Ecke, wo auch Aktivitäten stattgefunden haben. Ja, hier in der Straße gibt es viele Läden. Alternative Läden, die heute halt etwas grün angehaucht sind und natürlich hier mit solchen Aufklebern werben, Fridays for Futures, und hier auch noch Respekt verlangen, ja, und wollen hier alle Autos aus dieser Gegend verjagen. Einige wollen da nicht mitmachen, hoffentlich schaffen es die Grünen nicht, hier noch mehr Einfluss zu kriegen. Ja, jetzt haben wir gerade noch eine kleine Umfrage bei einigen Läden hier in der Gegend gemacht. Sie wollen nicht erwähnt werden, aber sie haben halt dazu gesagt, die Grünen sind hier nicht sehr beliebt. Und sie haben echt dann ein Problem, wenn hier keine Autos mehr parken können, weil hier nochmal Parkplätze für irgendwelche Lastenräder sind, dann werden ihnen einige Kunden fehlen, weil die kommen nicht mehr hierher, weil sie nicht mehr ein paar Minuten stehen bleiben können und sich vielleicht semmeln oder andere Sachen zu holen. Also da ist nicht alles ist für die Grünen.